Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von Chembuy. Heute mit 5 Mini-PTZ-Kameras von unterschiedlichen Herstellern in unterschiedlichen Preiskategorien. Hier auf dieser Seite befinden sich die etwas höhere Preisklasse. Hier finden wir die günstigeren Varianten. Wobei man sagen muss, Reolink ist gerade absolut am Kommen. Da hat sich bei uns dann die Frage gestellt, was können denn eigentlich die teuren Kameras besser als die günstigen? Sind die vergleichbar? Oder können ich eventuell die günstigen Kameras mehr als die teuren? Das Ganze möchten wir herausfinden und nehmen euch dabei mit. Hier in diesem Video geht es allerdings erstmal um das Unboxing, was alles im Lieferumfang mit dabei ist. Vorab, bevor wir hier die Pakete aufmachen, wir haben keine Kooperation mit den jeweiligen Herstellern. Wir selber verkaufen auch Kameras bei uns auf der Seite, jedoch wollen wir das Ganze neutral angehen. So, beginnen wir mit dem Öffnen der ersten Box. Let's go! Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das ist nämlich eine der günstigsten Kameras, die auf dem Tisch liegen. Und die packen wir jetzt mal aus. Ich bin gespannt. So, also das ist die Kamera. Ich muss sagen, ja, also man merkt, dass sie auf jeden Fall von der günstigen Preisklasse ist. Die ist jetzt nicht so hochwertig. Aber ich finde, die sieht eigentlich ganz süß aus. So, Bedienungsanleitung. Das haben viele Hersteller so an sich, dass die relativ klein gemacht werden. Also ich ohne meine Brille werde Schwierigkeiten haben, das so zu lesen. Ich brauche dann wahrscheinlich eine Lupe dazu. Weiter geht's. So, das ist... Ah, das ist die Zubehörbox. Okay, das finde ich eigentlich ganz cool. So, was haben wir hier drin? Finde ich super. Netzteil. Noch eine Anleitung, Schraubkappen, eine für die Wand, so Montagekleberle, dass man weiß, wo man die Löcher macht, Schrauben und zu guter Letzt eine Wandhalterung. Das heißt, also für den Preis, dass die Kamera günstig ist, kriegt ihr einfach alles geliefert. So, als nächstes würde ich sagen, widmen wir uns der C-Tronics-Kamera. So, dann schauen wir da mal rein. Die Verpackung ist einfach gehalten, ist auch eine von den günstigen Kameras. Ups, öffnen wir. Ah ja, okay. Das finde ich jetzt allerdings cool. Das hat so Luftpolsterfolie drum. Also absolut was für mich, weil ich bin diejenige, die das abmacht und danach die Luftpolsterfolie ploppt. Dann schauen wir mal, was das Ganze hier ist. Ah ja, okay. Finde ich ganz süß. Sieht echt gut aus. Von der Qualität her merkt man wieder, dass es... ein bisschen billiger ist, aber ich muss dazu sagen, die ist jetzt ein bisschen robuster als die andere. Das finde ich allerdings ein bisschen zu lang, aber ansonsten finde ich die echt, wie man hören kann, finde ich die super. So, machen wir weiter. Was bringt denn die Kamera alles mit? LAN-Kabel, Netzteil, ein großes Handbuch, das auch Leute, die Schwierigkeiten haben, kleine Sachen zu lesen, keine Probleme haben. Oh, da fliegt sie schon. Und Montageschrauben. Also alles, was die vorherige Kamera hatte, hat die ja auch. Als nächstes zum Vergleich nehmen wir eine teure Kamera, und zwar die Hikvision. Auf die Kamera bin ich schon sehr gespannt, weil das ist natürlich die teuerste Kamera hier auf dem Tisch. Und natürlich sind meine Erwartungen dann auch etwas höher als wie bei den günstigeren Varianten. So, beginnen wir. Also, hier sehe ich schon mal Netzteil. Allerdings sind die Netzteile um einiges größer. Bei den anderen waren es kleine Netzteile. Dann haben wir... Oh, das ist etwas schwierig. Okay. Habe ich den Karton falsch rum? Nee. Okay. Dann schauen wir mal. So, das ist die Kamera. Jetzt legen wir den Karton mal zur Seite, dass man das besser sehen kann. Okay, also ist eine andere Bauform. Hier ist eine Kugel hier. Ich muss aber sagen, vom Optischen und von der Qualität her habe ich tatsächlich jetzt mehr erwartet. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also dadurch, dass es die teuerste Kamera ist, wirkt die mir sehr günstig. Aber ansonsten hier unten... ist sie relativ robust. Jetzt gucken wir mal, ob die... Wir wollen ja nicht gleich verurteilen. Wir gucken jetzt, ob die überhaupt alles mit dabei hat. So, Kamera, Netzteil. Für die Wand eine Platte zum Anbringen.
Schon mal gut. Was haben wir noch? Vielleicht haben die größere Bedienungsanleitung. Mal schauen. Leider nicht. Auch die haben leider kleine Bedienungsanleitungen. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig mit den Anleitungen, weil es ist halt wirklich tatsächlich sehr klein. Naja, da machen wir mal weiter. Hier haben wir Dichtungskleber. Ein Dichtungskleber mit dabei. Auch nicht schlecht. Auch wieder Abdeckklappen. Und eine Packung Schrauben und Dübel, um die Kamera anzubringen. Im Großen und Ganzen ist sie auch komplett. Ja, ich hoffe, die kann einiges an Funktionen, weil vom Optischen her, muss ich jetzt leider sagen, habe ich mehr erwartet. Aber naja, wir machen mal weiter. Mal gucken, ob da noch was kommt. So, was machen wir als nächstes? Günstig, teuer. Ich glaube, wir nehmen jetzt mal die günstige. Machen wir weiter mit Reolink. Auf Reolink bin ich auch schon sehr gespannt. Ist eine günstige Kamera, die aber aktuell durch den Markt geht. Daher schauen wir mal, was drin ist. So, okay. Die haben ihre Bedienungsanleitung separiert in so einer Hülle, in so einem Umschlag. Von der Größe her auch klein gehalten. Ich sag ja, etwas größer, aber jetzt auch nicht arg viel. Hier findet man dann auch noch Aufkleber, auch nicht schlecht. Kann man vor die Türe sich aufkleben, dass man Video überwacht. Ja, finde ich ganz, ganz schnuckelige Idee. Dann machen wir gleich mal weiter, öffnen wir das Ganze. Ich lege es mal zur Seite und ja, sieht vielversprechend aus. Okay, holen wir mal raus. So, oh, die ist aber schwer. Tatsächlich sind die anderen einfacher gewesen. Oh, die ist sehr schwer. Okay. Also optisch sieht die ganz schön aus. Ich muss sagen, die ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Im Gegensatz zu den anderen Kameras. Also das hat schon einiges an Gewicht. Ist auch kein Kunststoff und auch kein Plastik. Und sonst finde ich auch, dass die von der Qualität her eigentlich echt gut aussieht. Ja, kann man nichts sagen. Aber ist denn alles im Umfang mit dabei? Schauen wir mal. So, wir haben ein LAN-Kabel. Wir haben ein Netzteil und eine Erweiterung für ein Netzteil. Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Hier haben wir wieder ein kleines Netzteil. Und wir haben Schrauben zum Anbringen. Das heißt, die Kamera kann man auch bestellen und direkt anbringen. Zu guter Letzt haben wir die wunderbare Dahua-Kamera. Die hat mir optisch am besten gefallen, von der Verpackung her. Jetzt schauen wir mal, ob der auch das bringt, was er verspricht. Öffnen wir sie. Tada! So, hier haben wir schon mal gleich oben eine Halterung. Oh. So, ich lege es erstmal ein bisschen zur Seite. Eine silberne Halterung. An der Kamera fand ich besonders, dass die einzige Kamera in einer anderen Farbe ist. Das heißt, jetzt holen wir die mal raus. Okay. So, in Folie eingepackt. Ja, okay. Also, die Farbe ist schon mal sehr, sehr schön. Ist mal was Außergewöhnliches. Wo ist denn die Linse hier? Ach, da. Hier ist sie. Man muss schon sagen, es ist definitiv hochwertig. Also es sieht sehr hochwertig aus, auch hier unten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, also muss man sagen, gefällt mir. Die Antennen sind nicht so groß. Ich finde, es sieht aus wie so ein kleiner Wikinger. Ich finde die eigentlich ganz nett. Auch hier oben, okay, Kunststoff, aber fällt jetzt tatsächlich durch das Silberne nicht so auf. Ja, ist natürlich ein bisschen größer, aber gefällt mir ganz gut. Schauen wir mal weiter. So, das sieht sehr einfach gehalten aus. Hier haben wir Schraubdeckel. Da haben wir, wie heißen die, Schräubchen. Und wir haben ein Zertifikat für eure Kamera. Also ihr kriegt die Kamera mit Zertifikat.
Und auch hier Bedienungsanleitung relativ klein gehalten. Also da muss man sagen, C-Tronix hat da definitiv einen vorgelegt. Sind die einzigen, die eine große Bedienungsanleitung haben. Aber was ich jetzt gerade entdecke, ist, das finde ich jetzt schon wieder cool. Und das ist auch groß genug, einen kompletten Montageplan. Und der ist groß dargestellt. Bei den anderen war der relativ klein gehalten. Ich habe jetzt aber auch nicht so genau drauf geachtet. Ist mir jetzt eben hier so aufgefallen. Aber auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Das Einzige, was mir hier auffällt bei dieser Kamera, die Kamera hat jetzt kein Netzteil. Das bedeutet, die bräuchte noch ein 12-Volt-Netzteil, was man dazu bestellen müsste. Ansonsten wird die auch komplett geliefert. Und ja, das war's mit dem Unboxing. Ich gebe euch jetzt noch gleich ein kurzes Fazit. Und dann haben wir das Ganze auch schon geschafft. So, kommen wir zu meinem Fazit. Fazit von heute ist, es geht nur um den Lieferumfang, um die Qualität und um das Unboxing heute. Würde ich mal sagen, das sind meine zwei Favorites. Also, das ist die günstigere Variante und ich muss sagen, für den Preis hat die mich sehr überrascht. Auch Dahua wird ihrem Preis definitiv gerecht. Also, ich finde, am professionellsten sah tatsächlich die Dahua-Kamera aus. Ja, und bei den günstigen Varianten, sage ich mal, das ist die günstigste Kamera. Ich habe jetzt auch nicht mehr erwartet. Ich hätte sogar weniger erwartet. Die kam voll umfangreich geliefert. Daher kann ich da auch nichts sagen. Auch ebenfalls bei dieser Kamera, also die zwei günstigen Kameras, sind ihrem Preis gerecht. Da kommt alles geliefert. Klar, von der Qualität her ist sie jetzt nicht so gut wie jetzt von den beiden. Aber da kann man nichts sagen. Bisschen enttäuscht bin ich von der Hikvision-Kamera. Bei dem Preis hätte ich schon doch etwas Qualitativeres mir gewünscht. Man muss aber auch dazu sagen, ja, es ist nur das Optische. Also kann natürlich sein, dass die Hikvision einfach von der Funktionalität her mehr bietet wie die anderen. Aber ob das nachher so ist und welche Kamera punktet oder nicht, seht ihr dann im nächsten Video, wenn wir die Kameras mit unserem Smartphone anbinden und versuchen, die ganz ohne Computer zu konfigurieren, welche da am besten abschneidet. Ansonsten lasst es euch gut gehen. Das war's von mir und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!